Und hallo! Huch, was ist das denn? Ein neuer Part? Ja, nach einer Woche kommt jetzt mal wieder ein neuer Part von Twilight Princess. Ja, ich hatte die letzten Tage nicht so die Zeit. Ich habe viel gearbeitet. Vor allem Spätschichten. Und da hatte ich danach auch nicht mehr die Lust. Und morgens habe ich dann geschlafen. Wie halt immer so ist, mein ganzer Kappes. Aber jetzt geht es auch endlich mal weiter. Und zwar sind wir jetzt hier in einer Schneeruine, glaube ich. In einer Ruine. Beim letzten Mal haben wir die Talabfahrt mit dem Yeti genommen. Und nun, geht es darum, dass seine Frau wohl eine dieser Spiegelscherben haben soll. Wir hauen erstmal diesen Schleim hier kaputt. So. Hier war noch ein Geist, den haben wir schon eingesammelt. Boah, Alter. Eiskunst. Ah. So. Dahin war eine Kiste, da kam noch nicht ran. So, wen haben wir denn hier? Wer bist du? Oh. Verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Ja, sicher, komm etwas näher. Hallo, wer bist du denn? Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment, ich kann dir gleich zeigen, wo der Schlüssel ist. Karte des Anwesens. Ja, so schnell haben wir noch nie eine Karte bekommen. Grünräume, blip, Kämmer, Karte, halt, ne? Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Das da. Dieses Zimmer da. Okay, alles klar. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Ich versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Mit der da. Okay. Was wollte ich mal eben noch? Nee, falsch. Haben wir noch eine freie Flasche? Nee. Ich würde aber trotzdem gerne mal. Ach nee, wir kommen hier noch gar nicht. Da kommen wir noch nicht rein. Okay, dann gehen wir mal schauen. War das hier? Ich muss an den Spiegelverkehr denken. Nee. Warte mal da. Komm jetzt direkt hier hin. Achso, okay. Ist er umgedreht. Oh, da bist du ja. Ja, ganz ruhig. Und meine Frau sah gar nicht gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich ihr jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Zoras sind die besten. Isst du auch davon, wenn du erschöpft bist? Das macht dich wieder frisch. Ja, alles klar, großer, angsteinflößender, riesiger Yeti. So, jetzt wollte ich mal eben noch was zeigen. Und zwar befindet sich hier die Tante. Wer an der Tante interessiert ist, ich bin es nicht. Dort ist sie zu finden. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir doch mal. Was kann hier denn so auf uns warten? Ah, schauen wir mal. Was ist das denn? Kisten? Okay. Schalter? Kisten? Halt, stopp. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ging noch nicht. Kann man hier irgendwo hoch? Dahinter soll es sein. Achso, warte mal. Okay. Ah, Eisekalt. Ah. Das ging noch nicht. Ah, okay. So. Wir müssen den Schalter da betätigen, damit die Tür hier aufgeht. Deswegen werden wir das mal eben tun. So. Hopp. Und. Ah, sauber. Und. Alter. So. Gott, ist das schwer. Und. Oh. Ah, halt. So. Und. Schwierig. So, und jetzt frage ich mich, so rein logisch, der steht auf Eis, ne? Wie kann der hier Druck hinterkriegen? Auf Eis. Das funktioniert doch eigentlich gar nicht. Aber naja, wir sind ja nicht wegen der Logik fragen hier, wir sind ja hier zum Zocken. Und wir zocken Zelda und da ist nicht immer alles logisch. Klingt logisch, oder? Finde ich auch. So, was haben wir hier denn? Eis. Ja, das ist ja super. Okay. Zum Wolf werden. So. Ja. So, und hier draußen hat sich einiges wohl verändert. Das war wohl nicht immer alles so eingeschneit und böse. Und man wird doch feststellen, dass diese Behausung hier ziemlich feindselig ist. Da oben ist das Schlafzimmer. Dort ist unser Ziel.
Aber ansonsten, hier ist eine Kanone. Ja, gut. Da vorne sehe ich nicht Ruhe. Und Schneewölfe. Warte, wir machen erstmal. Halt! So viel Zeit muss sein. Ein roter Rubin. Yay! Halt! So, warte mal hier. Einen kleinen Schlüssel. Kackwolf. So, der ist futsch. So wirst du, man kann hier so viele Wölfe umbringen, wie man will. Es spawnen immer wieder neue. Von daher, ja. Theoretisch muss man hier nur durch, um hinter die Eiswand zu kommen. Das haben wir jetzt geschafft. Da vorne sind Viechers. Ja, eingeeist werden die Finanzflüssig. Noch die Wolfe von draußen. Ey, Hunde müssen draußen bleiben. So. Mit dem Schlag verpasst man den Viecher in Insta-Dead. Oder Death. Insta-Dead. So. So, ja gut, dann gehen wir jetzt halt eben hier durch und holen uns den Schlüssel und dann hat sich das, was ist denn jetzt los? Oh. Ja. Huch. Okay, das sollte man lassen. Ah. Das weiß ich jetzt auch. Geh weg. So. Swing, swing. Alles klar. Ich hasse die Viecher wie die Pest. Ey. Die sind so nervtötend. Weil ein Eisen ist echt eines der fiesesten Sachen hier im Spiel. Ah, kick mal. Da ist schon die Kiste. Wenn da der Schlüssel drin ist, dann haben wir die Sache schon mal hinter uns gebracht. Gut, gut. Oh, gehen wir mal gucken, ne? Was haben wir denn da? What the fuck? Was sind das denn für Dinger? Geh weg! Oh. Au! So. Aua! Was willst du? Komm her! So, am einfachsten ist es zwar mit dem Helmspalter, aber... So. Ruhe hier. Kriegen wir wenigstens ein paar Herzen? Nö. Naja, gut. So. Dann schauen wir mal nach. Ach klar, da ist der... Kürbis? Kürbis? Okay. Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Ja, besser ist das. Mit dem Kürbis können wir hier nicht viel anfangen. Kürbis. Ich meine, gut, Halloween steht kurz vor der Tür. Aber also, wirklich was damit anfangen können wir jetzt so nicht. So, wir müssen ja nur einmal hier runter. So. Das ist mir auch noch nicht untergekommen. Sonst erinnern sich immer alle, wo ein Schlüssel ist. Aua. Wer mit dem reden? Welches Aroma wäre wohl am besten? Hä? Kürbis! Hast du einen Kürbis, Bart? Au! Oh, ein Kürbis! Danke! Probier doch mal! Ja, nee, ich hab leider gerade... alles voll. Ich werd's bereuen, aber... guten Hunger, Link! Alter, ist das eklig. Warum machst du das mal wieder? Ja, weil ich eine freie Flasche brauche. Vielleicht noch nicht jetzt, aber später irgendwann auf jeden Fall. So, was wollte ich jetzt nochmal ausgerüstet haben? Ich glaube, die Pfeile sind immer eine gute Wahl. Das Adlerauge bräuchte ich nicht, den Kreisel auch nicht. Aber na gut, dann fragen wir die gute Dame nochmal, wo ist... war ein scheiß Kürbis. Wo ist der Schlüssel? Hast du ihn gefunden? Ein Kürbis? Wie kommt der denn hierher? Wo kann er denn nur sein? Vielleicht in diesem Zimmer dort. Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Was, da oben? Da?
Okay. Wenn du das sagst. Willst du noch einmal nachschauen? Ja, wenn's denn... Ja, gut. Schauen wir nochmal nach. Was soll's. Kann ja alles nicht so schwer sein. Hey! Halt! Was ist das denn? Ein eisschwuckender Eisgigant. Na, ich hab doch anvisiert. Oh, ich stecke im Spiel fest. Oh, aua. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Falsches Terrain für einen Menschen. Wir schalten um auf Wolfspower. Und hier ist auch ein... Kriegt man den überhaupt so? Aber nicht. Na gut, dann müssen wir uns halt reinschleichen. Wo ging das denn nochmal? Ich glaube, hier ging das. Richtig? Richtig. So. Mhm. Sind wir immerhin schon mal hier drin. Oh. So, was haben wir denn hier? Was steckt hinter Tor Nummer 1? Eine Kanone. Und ganz viele von diesen blöden Viechern. Und ich schaff's immer wieder, mich bei dieser Aktion selbst einzueisen. Das ist so. Wow, geh mal weg. So. Aha. Okay. Uah, Eis. Uah, noch mehr Eis. Und Viecher. Uah, geh weg. So. Sind wir sicher? Da ist noch einer von den Kollegen. Das. Gut. Läuft. Was haben wir denn hier? Kanone. Bedienungsanleitung Kanone. Führe als Kugel. Setze Bomben. Entzünde. Ey, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Okay, da vorne lag eine Kugel rum. Die nehmen wir uns einfach mal mit. Wupp. Halt, stopp. Halt, stopp. Diese da. War noch hier irgendwas hinter dem Regal? Kann man mal hintergucken? Nee, da ist nichts. Alles klar, okay. Nur mal laut gedacht. So. Hui. Hui. Auf Eis laufen. Der bräuchte Spikes. Ich verlange für Link im nächsten Ice Dungeon Spikes. So. Alles klar. Warte mal, ich leg mal ein. Laden. Und wir ballern das Ding mal. Gen. Ach so. Okay, das bringt uns nicht viel. Machen wir das so. Alles klar. Jetzt weiß ich wieder, was ich ausrüsten wollte. Und zwar Le Bombies. Okay. Feuer im Rohr! Puh. 9,8 Punkte, würde ich sagen. Leichte Abzüge in der B-Note. B-Note. Achso, jetzt kommen wir da durch. Okay. Hier sind wir reingekommen. Halt! So, geh da lang. So. Und die nehmen wir jetzt mit. Die können wir nicht mitnehmen. Okay. Dann nehmen wir die halt nicht mit und lassen die hier liegen. Nicht weglaufen. So. Was haben wir denn hier schön? Ernsthaft? Euer Scheiß, ernst? Da hinten ist eine große Truhe. Oh Mann, ey. Okay. Komm. Uah. Ach nö. Nicht du. Meine Kollegen auch nicht. Okay, die interessieren sich nicht für uns. Es sei denn, wir kommen in Reichweite wahrscheinlich. Ja, ja, Kackvieh. Wow! Nicht runterfallen. Haha. Wow, halt. Geh hoch. Oh. Na, oh, geht auch.
So. Dann wächst du schon mal die Viecher weg. Da ist noch einer. Krallen wir uns noch. Ich habe die leichte Anomalie des Raumes verpennt. Ach, Mann, ey. Wo kommen wir denn hier weiter? Da ist ein Dingens. Mit einem Bummens. Können wir denn... Warum sind die denn wieder da? Was soll das denn? Und die auch. Ach, warum? Ich werde die Suppe doch noch brauchen. Wer darf die Suppe dann wieder auslöffeln? Richtig, ich. Kommen wir hier irgendwo rüber? Warte mal, ich muss mal überlegen. Wie war denn das nochmal? Von da nach da springen? Von Hot nach Hü? Der ist runtergefallen, okay. Ah, was da? So. Können wir den nicht irgendwie... Aha! Okay, warte mal, jetzt müssen wir schauen. Da geht's rüber. Dann nehmen wir das schöne Ding mit. Ja, 20 Rubine. Kann man brauchen. Kleinvieh macht auch Mist. Und jetzt komme ich... hier hin. Achso. Der Kompass. Hooray. Wir haben immer noch keinen kleinen Schlüssel, aber haufenweise Zeugs. Okay. Dann... Okay, ich habe echt... Ich muss ehrlich sein, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mich aber fallen zu lassen. Aber es wirklich zu tun, wollte ich dann... Das wollte ich dann doch nicht. Wir haben noch eine Feder... Wir haben noch eine Feder dabei. Das ist okay mit der Fee. Da sind noch Sachen. Die müssen wir uns noch holen. Sind die Viecher wieder da? Ach, warum? Hau doch ab! So. Geh in die Ecke und schäm dich. Weil du nur ein Auge hast. So. Hier kann man... Geh weg. Nee, nicht zurückkommen. Nein, geh weg. Ich werde hier verrecken, weil ich einfriere. Ich sag's euch. Ah. Mein Gott. Okay. Jetzt mal ganz geschickt. Komm. Gut. Wir müssen jetzt nämlich, so viel ich weiß, ich weiß nicht viel, die Kanone dorthin ausrichten. Ja. Yep. Hier ist auch noch was hinter, da kommen wir aber so noch nicht dran. Das holen wir uns dann, sobald wir hier den Dungeon, das Dungeon-spezifische Item haben. Und hiermit dürften wir jetzt die... So. Feuer im Rohr! Dankeschön. Halt. Kick gegen die Kiste und... Bomben. Ich dachte, ich krieg hier einen Schlüssel. Was soll denn die Scheiße jetzt schon wieder? Oh Mann, ey. Mann. Ach, warte mal. Okay. Jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Ach, hier wollte ich doch gar nicht rein. Verdammte Kacke. Ich wollte... Du kannst mich mal, du auch. So, hierhin wollte ich. Wir gehen jetzt nämlich wieder zurück. Denn jetzt wird uns auf der Karte eine Truhe angezeigt. Was knarzt hier denn so? So. Ein Gespür sagt mir, dass sich hier etwas befindet. Und auch die Karte. Hä? Hey, halt! Geh mal weg! Ach. Ja. Hey, die Fee ist aufgebraucht. Ich freue mich.
So, eigentlich überhaupt nicht, aber gut. Nep, 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 ein kleiner Schlüssel. Yay! Okay, jetzt können wir hier natürlich nicht rein. Jetzt kommen wir hier durch. So, da, da. Okay, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part hier weiter. Ich muss mal eben... Hunde müssen draußen bleiben, das war in einem anderen Raum auch so, gewöhnt euch dran. Ich lade das mal eben. So, okay, dann geht's im nächsten Part an dieser Stelle weiter. Kann ich das hier verschieben? Nee. Okay, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.